Die Ampelkoalition hat nach wochenlangem Ringen eine Einigung gefunden, um die Milliardenlücke im Haushalt 2024 zu schließen. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds, KTF. Infolgedessen fehlten im Kernhaushalt etwa 17 Milliarden Euro. Hinzu kamen etwa 13 Milliarden Euro im Fonds selbst. Aus ihm sollten Klimaschutzprojekte sowie der kohlenstoffdioxidneutrale Umbau der Wirtschaft unterstützt werden. Die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse will die Regierung im kommenden Jahr wieder einhalten. Der nationale CO2-Preis soll ab 2024 wieder auf das Niveau angehoben werden, das von der Großen Koalition vorgesehen war, also 45 Euro pro Tonne CO2 statt 40 Euro. Das Geld fließt dem KTF zu. Zudem ist vom Abbau klimaschädlicher Subventionen die Rede und von Privatisierungserlösen. Abstriche von 1,5 Milliarden Euro soll es im Etat für Arbeit und Soziales geben. Abstriche bei sozialen Standards soll es aber nicht geben. Weiter genannt wurden unter anderem Einsparungen in den Etats für Verkehr und für Umwelt. Nicht angetastet werden sollen die geplanten Absenkungen bei der Einkommensteuer sowie der Stromsteuer. Auch die Mittel für das auf Eis liegende Wachstumschancengesetz bleiben im Haushalt eingeplant. Dabei geht es unter anderem um Steuererleichterungen für Unternehmen, insbesondere für Investitionen in den Klimaschutz. Dem Klima- und Transformationsfonds stehen für 2024 nun knapp 13 Milliarden Euro weniger zur Verfügung. Er umfasst dann rund 160 Milliarden Euro. Ausgaben für die Sanierung der Bahn sollen nun aus dem Kernhaushalt bestritten werden. Festhalten will die Bundesregierung zumindest im Grundsatz an Programmen für die Wasserstoffwirtschaft und die Wärmewende. Auch sonst sollen laut Habeck alle zentralen Säulen des klimafreundlichen Umbaus erhalten bleiben. Gekürzt werden sollen unter anderem Mittel für den Wiederaufbau der Solarindustrie in Deutschland. An der Unterstützung für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg hält die Bundesregierung fest. Darunter sind 8 Milliarden Euro für Waffenlieferungen im kommenden Jahr. Sollte sich die Lage verschärfen, soll von deutscher Seite nachgelegt werden. Dafür würde dann von einer weiteren Ausnahme von der Schuldenbremse Gebrauch gemacht werden.